gut verstehen. Herzlich willkommen hier erstmal auf Northern Isle und natürlich herzlich willkommen hier auf Bourbons Bimmelbahn. Wir machen jetzt noch nicht die Rundfahrt. Ich fahre Sie jetzt hoch in die Stadt zum Rosengarten. Das ist auch der Platz, an dem wir uns dann später wieder treffen werden, von wo aus wir dann die Rundfahrt starten. Ich habe mir Gott sei Dank schönes Wetter mitgebracht. Kann also gar nichts passieren. Ja, hier an dem Punkt kommen wir später nicht vorbei. Das ist der Tonnenplatz hier auf der rechten Seite. Sie haben sicherlich ja draußen mal auch auf dem Wasser gesehen, dass rechts und links solche Tonnen bzw. Bojen dann auch sind. Das ist wie auf dem Land auch. Dort werden dann die Fahrwege damit gekennzeichnet. Vielleicht wissen Sie, für welche Seite welche Farbe steht. Das hier grün ist für rechts, also für Steuerbord, und rot ist dann entsprechend natürlich für links, also Backbord. Diese gelben Bojen, die hier rumliegen, das sind sogenannte Gefahrentonnen. Da sollten Sie mal auf dem Wasser sein, mit einem Bötchen sich von fern halten. Da sind dann meist Elektrokabel, Gasleitungen oder auch Untief. Also wir haben ja alle diesen Zettel, wo 16 Uhr Rundfahrt draufsteht.
Das müssen wir eine Viertelstunde vorziehen. Wir haben das mit Ihrer Reiseleitung schon abgesprochen. Seien Sie bitte an dem Punkt, wo wir gleich anhalten. Um 15.30 Uhr wieder zurück, sodass wir dann um 15.45 Uhr, also um Viertel vor vier, die Rundfahrt beginnen. Denn es kann immer wieder etwas unterwegs sein, nicht dass wir da in Verzögerungen kommen und Sie die Fähre nicht schaffen. Also bitte um 15.30 Uhr hier am Rosengarten dann wieder treffen, damit wir dann um Viertel vor vier eben hier auch losfahren können. Nicht vergessen bitte. Wir fahren jetzt hier in den Rosengarten ein. Wenn Sie jetzt hier geradeaus gehen, also mit der Bahn praktisch, kommen Sie direkt ins Zentrum der Stadt. Ihre Reiseleitung kennt sich da sicherlich aus. Auf der linken Seite dieses eingerüstete Gebäude an der Parkanlage hier, das ist das Konservationshaus. Dort sind die Touristeninformationen und auch Toiletten drin, aber Ihre Reiseleitung wird Sie da schon sicherlich einweisen. Bis um 15.30 Uhr wünsche ich Ihnen dann hier viel Spaß hier in der Innenstadt. Gehen Sie mal an den Strand runter und sag dann einfach mal bis später. Vielen Dank.